Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer neuen Discord-Python-Bot-Programmierungs-Reboot-Reihe. Und ja, heute werden wir über Events und Intents reden. Viel Spaß mit dem Video! So, zuallererst werden wir jetzt einmal ein bisschen über Intents reden. Und wie das, oder wofür wir sie in Bezug auf die Events brauchen, nicht irritieren lassen. Die beiden klingen relativ ähnlich, wenn ich die jetzt ausspreche. Es wird sich gleich alles klären, was macht. So, im Grunde genommen ist ein Intent einfach nur eine Art Berechtigung, um es einfach auszudrücken. Wir müssen unserem Bot quasi gewisse Intents mitgeben, damit der weiß, okay, hier und da diese Schnittstelle darf ich benutzen, das ist für mich freigegeben, ich muss mich nur um diese Daten kümmern und keine anderen Daten werde ich mir angucken, wo wir dann wieder bei den Events wären. Events sind einfach nur Ereignisse, habe ich ja versucht letzte Folge schon ein bisschen zu erklären. Wenn etwas passiert, dann reagiere bitte so und so. Und wenn ich natürlich dann nicht das Intent für ein gewisses Event gegeben habe, dann wird dieses Event auch niemals ausgeführt, weil wir quasi nicht darauf hören oder nicht, nicht schauen, ob wir das wirklich brauchen. Und das Ganze ist jetzt erstmal ziemlich verwirrend, denn welches Intent steht für welches Event? Und andersrum, und da hilft uns Discord weiter. Deswegen gehen wir einfach mal hier auf die API-Referenz von Discord. Habe ich euch ja letztes Mal schon mal gezeigt, wie ihr da hinkommt mit discord.dev. Und dann seid ihr hier in der Dokumentation. Das ist hier unten bei Gateway und dann Gateway Intents. Und dann sehen wir hier eine ganze Liste von Intents. Und zwar ist hier das obere immer das Intent und das drunter sind die Events, die wir damit bedienen. Das heißt, zum Beispiel mit dem Intent Guild können wir Events abfangen, wie wir eine Guild erstellen, updaten und deleten. Erstellen und deleten wird uns in dem Fall jetzt nicht interessieren, weil ein Bot das einfach nicht sehen kann, denn er kann keine Guild erstellen. Dementsprechend ist er auch am Anfang, wenn sie erstellt wird, noch nicht drauf. Und er kann sie auch nicht löschen und oder wäre eben nicht mehr drauf, wenn sie gelöscht ist. Deswegen kann er diese beiden Events eh nicht triggern und das interessiert uns also gar nicht. Haben wir hier Guild Role, Create, Update und Delete. Das interessiert uns. Das ist, wenn auf einer Gilde, also auf einem Discord-Server, eine neue Rolle erstellt, bearbeitet oder gelöscht wird. Zusätzlich haben wir dann hier noch Channel Create, Channel Delete, Update und Channel Delete. Das ist natürlich super wichtig, wenn wir zum Beispiel mit Voice Channel arbeiten. Da können wir dann einfach schauen, wann ein Channel denn erstellt wurde, wann er geupdatet wurde. Zum Beispiel können wir im Channel Update prüfen, ob sich an die gültigen Discord-Richtlinien gehalten wird. Zum Beispiel, wenn ihr zulasst, dass der User den Namen verändern kann eines Channels, dann könnt ihr hierüber prüfen, ob das denn so rechtens war, was er da ganz genau gemacht hat. Channel Pins Update ist einfach nur, wenn jemand einen Pin hinzufügt. Guild Members, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und dafür brauchen wir sogar einen dieser Special Intents. Das habe ich euch letztes Mal gezeigt. Das war das, was wir bei den Applikationen aktivieren mussten extra, damit das geht. Und zwar können wir da darauf hinzugreifen, wenn jemand den Server betritt, wenn jemand den Server verlässt und wenn ein Mitglied irgendwie sich oder bearbeitet wird. Das heißt, wenn er seinen Status ändert, beziehungsweise da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil dafür gibt es hier auch noch Präsenz. Das wird wahrscheinlich eher sein, wenn er einen Status ändert. Aber für alle möglichen anderen Events brauchen wir den Guild Members Intent. Genau, und so geht es bei den ganzen anderen weiter. Buns ist natürlich für Buns. Guild Emojis ist natürlich nur, wenn wir die Emojis updaten. Guild Integrations, das ist, wenn wir zum Beispiel eine YouTube-Integration haben, das hätte ich zum Beispiel aktivieren können, sodass, wenn du deinen Discord-Account mit deinem YouTube-Channel verknüpft hast
und bei mir zum Beispiel Mitglied wirst, könnte ich machen, dass du automatisch auf unseren Discord kommst und eine eigene Rolle bekommst. Das wäre dann so etwas. Genau, Guild Invites ist ganz interessant. Guild Invites ist halt einfach, wenn jemand einen Invite erstellt oder der gelöscht wird. Webhooks habe ich jetzt gerade vergessen. Das ist ein Webhook, da kommen wir später eh nochmal drauf zu. Darüber können wir auch Nachrichten an unseren Discord senden. Voice States ist ganz interessant. Das ist, wenn jemand in dem Discord drin irgendwas mit einem Voice Channel macht, also wenn er in einen Voice Channel rein connected, switcht, also in einen anderen Voice Channel geht, sich stumm schaltet und so weiter. Das sind alles Voice State Updates. Genau, hier die Guild Präsenz hatten wir gerade schon. Das müssten wir auch extra nochmal aktivieren. Damit tracken wir einfach die Präsenz eines Users. Also ob er zum Beispiel in seinem Status stehen hat, Melion ist der coolste Server oder eben nicht. Guild Messages ist, glaube ich, relativ selbstverständlich. Das geht einfach nur um die Nachrichten. Hätten wir das nicht, könnte der Bot auf keinerlei Nachrichten zugreifen. Dementsprechend wird das auch für quasi alle anderen so ein bisschen benötigt. Allerdings bezieht sich das jetzt nur auf die Guild Messages, also nur auf den Discord Server. Hier unten gibt es dann nochmal für Direct Messages, also wenn wir ihm eine DM schreiben. Für beide gibt es jetzt jeweils nochmal eine Reactions, also wenn wir da Reaktionen hinzufügen, entfernen und so weiter. Genau, und dann gibt es hier unten noch was Interessantes oder was Witziges, und zwar das Direct Message Typing, beziehungsweise Typing Start. Das ist im Endeffekt, wenn in Discord jemand euch schreibt, seht ihr ja, der und der schreibt unten, und das können wir hierüber auch abfangen und witzige Sachen damit machen. So, was bringt uns das Ganze jetzt? Wir könnten jetzt theoretisch, hier oben haben wir jetzt gemacht, intense ist discord.intense.all. Wenn wir das nicht wollen, können wir jetzt hier einfach eine Liste übergeben von intense, die wir benötigen. Dazu, um rauszufinden, wie das geht, können wir auch einfach mal in die API-Referenz von Discord Pi gehen und schauen dann einfach mal nochmal auf die normale API-Referenz. Hier unten gibt es dann nämlich Working with Discord, Premier to Gateway Intense. Und da können wir einfach mal raufklicken. Und dann würden wir hier zum Beispiel sehen, okay, wir können jetzt hier mit Intense ist Discord Intense.default ein Intense-Objekt erstellen. Da können wir dann Typing ist false setzen, Presence ist false und diese Intense dann übergeben. Das werde ich jetzt nicht nochmal bei uns reinprogrammieren, weil wir erstmal mit allen arbeiten wollen. Aber wenn ihr einzelne ausschalten wollt, könnt ihr das eben so machen oder speziell auch anschalten. Das gleiche geht auch eben dann hier so mit discord.intense und einfach messages true, guilds true. Müsst ihr für euch entscheiden, was ihr da haben wollt, was ihr braucht. Im Endeffekt interessiert uns das jetzt für den Anfang nicht. So, und damit sind wir auch schon eigentlich fertig mit intense. Und jetzt gehen wir über zu events. Und da habe ich mir überlegt, machen wir doch einfach mal so einen kleinen Reaktionslistener. Das heißt, wenn jemand eine Nachricht geschrieben hat und eine Reaktion hinzufügt, dass wir darauf reagieren können. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Events. Jetzt muss ich noch einmal rüber switchen, da war ich nämlich vorher. Genau. Und zwar gibt es dafür ein Reaction Add Event und es gibt ein On Raw Reaction. Ups, das ist das Falsche. On Raw Reaction Add, da. Event. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Ein normales Reaction Add Event ist, damit können wir deutlich einfacher arbeiten, weil wir alles als Objekte haben. Das heißt, wir können direkt sagen, okay, hier ist unser Message-Objekt, gib uns bitte das und das und das. Das Problem ist, wenn Discord die Nachricht oder diese Reaktion derzeit nicht im Cache hat, beziehungsweise Discord Pi, dann werden wir auch hier kein Event zu bekommen. Dafür gibt es dann allerdings das OnRawReactionAdd. Da bekommen wir nur einen Payload und nicht die Reaktion des Users. Das heißt, es ist etwas schwerer, damit zu arbeiten, aber ich würde sagen, es ist der richtigere Weg. Ja, im Endeffekt sind beide richtig, aber das hier unten ist der Weg, wie ich es immer mache und ich es euch auch empfehle. Denn hier bekommt ihr wirklich immer diese Nachricht. Ihr wollt ja nicht im Endeffekt, dass jemand da die ganze Zeit draufklickt und einfach nichts passiert, weil die Nachricht zu alt ist. Und wie machen wir das jetzt? Wir werden jetzt das OnRawReactionAddEvent implementieren bei uns. Und dafür machen wir einfach hier unten ein
neues @bot.event. Das Ganze ist ein async dev on raw reaction add. Und das Ganze übergibt uns einen Payload. Kurz nochmal hier für die Formatierung immer, damit ihr das wisst. Also in Python geht es hauptsächlich darum, wie wir was einrücken und wo wir Doppelpunkte setzen. Das heißt, wir haben hier eine Funktion, def, die heißt onReady. Wir sehen auch nochmal, dass eine Funktion ist zum einen hier an dem def und zum anderen an den runden Klammern dahinter. Und da könnten dann eben unsere Parameter drinstehen, wie zum Beispiel Payload, mit denen wir dann in diesem Event arbeiten können. Und der Doppelpunkt beendet quasi diese oberste Zeile. Darunter mit einem Tab Einrückung, beziehungsweise im Endeffekt ist egal, welche Art von Einrückung ihr benutzt, aber es muss überall in eurem Dokument dieselbe Art von Einrückung sein. Also bei mir sind es hier sogar jetzt zum Beispiel zwei Tabs, damit er einfach weiß, okay, das ist in dieser Methode drin. Also alles, was hier auf dieser Ebene ausgeführt wird, wo jetzt mein Zeiger drauf ist, wäre noch in der onReady-Methode. Warum meckert er uns jetzt hier unten? Das ist ganz einfach. Bei so einem Aufruf, beziehungsweise immer wenn irgendwo Doppelpunkt steht, dann verlangt er von uns, dass in der nächsten Zeile irgendetwas steht. Das ist ihm erstmal egal, was da steht, aber es muss halt irgendwas drinstehen. Und da gibt es ein cooles kleines Füllwort, wenn wir jetzt uns gerade noch nicht sicher sind, was wir reinmachen wollen. Das habe ich auch letzte Folge schon gezeigt, und zwar ist das Parse. Mit Parse können wir einfach sagen, okay, wir haben hier ein, zum Beispiel jetzt in dem Fall ein Event, das wir so registriert haben, das würde auch schon getriggert werden, aber wir wollen da drin jetzt erstmal noch nichts machen und dementsprechend parsen wir das Argument einfach weiter. Hier sehen wir nochmal eine kleine Beschreibung. Und dementsprechend wird es einfach fallen gelassen oder weitergegeben. So, aber wir wollen es jetzt natürlich nicht fallen lassen, wir wollen jetzt damit arbeiten und dafür können wir uns immer jetzt an der API beziehungsweise an Discord Pi orientieren. Und jetzt zeige ich euch einmal kurz, wie man damit arbeitet. Wir sehen hier jetzt bei onRawReactionAdd, dass es eben ähnlich ist wie onReactionAdd, was ja schon drüber ist. Nur, dass wir eben dieses Objekt immer bekommen, egal ob es jetzt im Cache ist oder nicht. Dafür brauchen wir den intents.reactions, das haben wir ja vorher auch schon auf unserer Seite gesehen. Und als Parameter wird eben Payload übergeben. Das ist das, was wir oben reingeschrieben haben da. Genau, dieser Payload ist ein Raw Reaction Action Event. Und hier seht ihr schon, das ist blau, da können wir draufklicken. Wenn wir da jetzt draufklicken, sehen wir alles, was da enthalten ist. Da sehen wir jetzt, okay, es hat eine Channel-ID, es hat ein Emoji, es hat ein Event-Type, eine Guild-ID, ein Member, Message-ID und User-ID. Ihr seht schon, alles nur IDs. Bis auf den Member. So, und da wollen wir jetzt einfach mal abfragen, zum einen, welchem Channel es gerade ist und zum anderen, wer das denn war. Und ich würde sagen, dafür gehen wir erstmal kurz rüber in Discord und erstellen uns ein bisschen was, um das Beispiel besser zu veranschaulichen. Und zwar machen wir jetzt hier einen neuen Textkanal und nennen den Rollenverteilung. In der Rollenverteilung soll man sich zum Beispiel die Rolle Zahn geben können. Keine Ahnung, ist ja erstmal egal. Also wir haben jetzt einen Zahn, wir können jetzt hier auch nochmal den Zahn, oh, natürlich sollten wir auch den richtigen nehmen, Tooth. Hier haben wir die Reaktion und jeder, der jetzt hier draufklickt, soll meinetwegen erstmal eine Nachricht ausgegeben werden, wenn das denn der Fall ist. So, jetzt haben wir hier zwei IDs im Grunde schon festgelegt. Und zwar die erste ID ist hier oben Rollenverteilung. Dementsprechend wissen wir, okay, in diesem Channel ist es. Jetzt ist es aber der Fall, wenn ihr noch nicht so viel mit Discord gearbeitet habt, wenn ihr Rechtsklick drauf macht, dass hier nicht das ID kopieren ist, wie bei mir. Das zeige ich euch jetzt einmal kurz, wie ihr das freischalten könnt. Und zwar geht ihr dafür unten auf das Zahnrad Benutzereinstellungen und klickt dann auf
Bin ich selber gerade am gucken. Das war inzwischen bei erweitert hier. Und dann haben wir hier den Entwicklermodus. Den aktivieren wir. Interessant, dass es jetzt woanders ist. Früher war das eben noch beim Erscheinungsbild. Jetzt ist es hier beim Entwicklermodus, ist ja egal. Und genau, da steht auch schon, es ist hilfreich, um Bots zu programmieren. Das aktivieren wir und dann können wir hier Rechtsklick ID kopieren machen. Wenn wir die jetzt einfügen, sehen wir schon, das ist so eine ganz lange komische Zahl. Das ist aber gar kein Problem, denn wir wollen jetzt prüfen, ob die Channel-ID die ID ist, die wir gerade kopiert haben. Und das ist ganz einfach. Wir machen jetzt einfach hier beim Payload das Pass raus und fragen ab, if Payload doppeltes ist gleich und dann unsere Zahl. Und dahinter auch wieder ein Doppelpunkt. Wir machen Enter. Jetzt können wir einmal kurz Pass machen, dann sehen wir wieder, Fehler gehen weg. Vorsicht, das sind zwei Ist-Gleiche da, die zusammenhängen. Was wir hier im Grunde machen, ist, wir fragen mit einem If-Statement ab, wenn dieses Payload, Entschuldigung, da haben wir noch was vergessen, das ist natürlich nicht das Payload, sondern das Payload.Channel-ID, wir wollen die Channel-ID abfragen, wenn die Channel-ID des Payloads, da haben wir ja geguckt, die steht hier so drin, die Channel-ID, wenn diese Channel-ID gleich unsere ID ist, die ID unseres Channels ist, dann wollen wir hiermit was machen. Jetzt können wir noch einmal gucken, und zwar haben wir auch eine Message-ID. Das heißt, wir können sogar abfragen, ob es wirklich auf diese Nachricht kommt. Da können wir auch einfach wieder jetzt Rechtsklick drauf machen, ID kopieren. Theoretisch würde es jetzt reichen, nur die Message abzufragen, aber vollständigkeitshalber zeige ich euch einfach mal jetzt direkt, wie es richtig geht. Und zwar können wir jetzt hier auch payload.message-id machen. Auch wieder zwar ist gleich, bam. Also theoretisch können wir jetzt eben die oben weglassen. Ich lasse jetzt einfach mal da, damit ihr es nochmal nachvollziehen könnt. Jetzt sind wir sicher, diese Reaktion, die wir gegeben haben, die ist sicher in diesem Channel passiert und auf dieser Nachricht. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was war es denn für eine Reaktion? Und wir haben ja gesagt, wir wollen den Zahn haben. Und da können wir jetzt einfach einen coolen Trick anwenden. Und zwar können wir einen Backslash machen. Das ist dieser schräge Strich von links oben nach rechts unten. Wir gehen dann wieder auf die Emojis und wählen das Zahn-Emoji hier aus. Ihr seht erstmal, es sieht genau gleich aus. Bei Custom-Emojis würde es jetzt eben anders aussehen. Allerdings, wenn wir das jetzt markieren und kopieren, dann haben wir wirklich das Emoji kopiert und nicht einen komischen Code. Kann ich euch gleich auch nochmal den Gegenbeispiel zeigen. Hier machen wir jetzt dann, wenn wir rüber geguckt haben bei Emoji, das will einen Custom-Emoji oder einen Unicode-Emoji. Und wir haben jetzt einen Unicode-Emoji. Das heißt, wir sagen if payload.emoji ist gleich und jetzt in Anführungszeichen dieses Emoji. Und mal gucken, ob ich es richtig gemacht habe. Genau, es war Emoji. Einfach nochmal zum Demonstrieren. Wenn ich das andersrum hinmache, so, wenn mich nicht alles täuscht, bekommen wir dann hier, genau, bekommen wir Doppelpunkt, Tooth, Doppelpunkt. Das wollen wir ja nicht. Das würde nicht reagieren. Wir brauchen wirklich das richtige UTF-8-Emoji. So, jetzt haben wir hier ein Payload, der eine Channel, also in unserem Channel ist, auf unserer Message und genau den Zahn-Emoji geklickt hat. Was wir noch machen können, ist, wir können abfragen, ob der Member, der das auch geklickt hat, nicht zufällig ein Bot ist. Und am besten machen wir das direkt oben, weil sowas wollen wir gar nicht erst beachten. Und dafür machen wir einfach if payload.member.user.bot. Gehen wir gleich einmal nochmal zusammen durch. Und das Ganze soll dann eben nicht weiterlaufen. Und dafür gibt es auch einen Ausdruck, der nennt sich return. Das heißt, wir sagen, wenn dieses Argument zutrifft oder diese Bedingung, dann einfach abbrechen hier. Nicht weitermachen, einfach abbrechen. So. Hier gehen wir einmal jetzt kurz durch. Wir haben einen Payload. In dem Payload haben wir einen Member.
Da können wir einfach hier einmal kurz durchchecken. Genau, wir haben einen Member. Das geht natürlich nur, wenn es auch in einer Guild ist. Aber das beachten wir jetzt erstmal einfach nicht. Ein Member hat wiederum... Oh, der hat sogar direkt schon das Bot. Das heißt, wir können uns das Punkt User sogar sparen. Aber theoretisch hat er hier irgendwo... Bei U... Ich glaube, ich bin einfach nur blind. Auf jeden Fall hat er irgendwo einen User. Und über diesen User, das ist der eigentliche Discord-User, können wir dann zum Beispiel auf die ID zugreifen. Oder eben halt auch dann auf das Feld, ob er ein Bot ist oder nicht. Und wir wollen ja nicht, also wenn er ein Bot ist, dann wollen wir ja nichts von ihm empfangen. Deswegen sagen wir einfach Return. Und dann tun wir das auch einfach mal hier mit dem User weg. Wenn das inzwischen auch so schon geht. Sehen wir dann gleich. So, jetzt wollen wir noch eine Nachricht ausgeben. Und da können wir jetzt einfach was ganz Lustiges machen. Wir können jetzt mal einfach sagen, okay, du hast Zahn gedrückt. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen was beachten. Wir wollen jetzt als unser Client in unserem Channel eine Nachricht senden. Problem ist, wir haben derzeit noch gar keinen Channel. Wir haben nur die Channel-ID. Und hier kommen wir jetzt über die API auf unseren Channel, beziehungsweise können uns den fetchen. Beziehungsweise aus unserem Cache laden, je nachdem, ob er da ist oder nicht. Und das machen wir jetzt einfach einmal. Das heißt, wir werden jetzt hier abfragen, beziehungsweise einfach nur setzen erstmal. Guild wollen wir erstmal haben. Ist gleich bot.getGuild. Und hier brauchen wir jetzt unsere Guild-ID, also an sich die ID von unserem Server. Und das machen wir einfach, indem wir hier oben Rechtsklick drauf machen auf unseren YouTube Python Bot Server. Dann fügen wir die ID wieder ein. Dann haben wir jetzt hier eine Guild. Und wie ihr jetzt hier schon seht, bei Python ist das erstmal ein Any. Any heißt einfach, es kann alles sein. Wenn wir das nicht wollen und wirklich damit arbeiten wollen, dass er uns auch vorschlägt, was das kann, können wir hier hinten dran einen Doppelpunkt Discord.guild machen. Jetzt weiß Python, okay, das hier ist eine Guild und wir haben alle Methoden einer Guild zur Verfügung. Das heißt, wenn wir jetzt hier Guild.punkt machen, sehen wir alle Methoden, die wir irgendwie in einer Guild zur Verfügung haben. Jo, das ist erstmal ganz cool. Brauchen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Das ist dann, wenn ihr euch selber ein bisschen anlernen wollt, könnt ihr ja ganz, ganz vieles Cooles durchchecken. Wir wollen jetzt einfach mal den Channel haben. Und das machen wir mit getChannel. Machen wir vorher wieder ein Channel ist gleich. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Guild.getChannel. Und hier hatten wir oben schon unsere Channel-ID. Das heißt, wir holen uns die einfach nochmal. Könnten jetzt auch Payload.channel-ID hier reinschreiben. Gar kein Problem. Und kriegen dann unseren Channel. Auch hier können wir jetzt wieder, standardmäßig ist nämlich ein Any, sagen, okay, das ist ein Discord.text-Channel, weil wir wissen, wir sind auf einer Guild und das muss dementsprechend ein Text-Channel sein, wenn da eine Nachricht war, auf die wir reagieren konnten. Aufpassen, es könnte hier auch ein Voice-Channel oder so sein, aber in dem Fall jetzt nicht. So, jetzt haben wir unseren Channel. Das ist ein Channel und jetzt können wir die Nachricht senden in diesen Channel rein. Und dafür müssen wir jetzt einmal kurz erstmal hinnehmen, dass wir hier asynchrone Methodenaufrufe haben. Das macht hier oben immer dieses Async. Das sagt quasi, warte nicht auf mich, sondern mach einfach. Ganz, ganz grob erklärt. Da werden wir später nochmal ein eigenes Video zu machen, wie das genau funktioniert. Aber jetzt erstmal ganz grob erklärt, ist es einfach ein mach mal und warte nicht auf mich. Allerdings gibt es hier drin dann Ausdrücke, auf die müssen wir warten, denn sonst kann es nicht weitergehen. Und das ist zum Beispiel jetzt unser nächster Ausdruck, bei dem wir eben eine Nachricht senden und die heißt jetzt erstmal Await. Ja, ihr seht schon, hier ist ein Wait drin, also warten. Und hier machen wir jetzt einfach nur channel.send. Jetzt können wir hier direkt den Content reinschreiben oder wir könnten jetzt ein Embed machen. Aber da ich mir Embeds für eine nächste Folge aufheben will, senden wir jetzt einfach mal hier, du hast den Zahn.
angezogen. So, warum await? Wir könnten jetzt hier auch einfach mess ist gleich machen und hätten jetzt hier direkt die Message rausgespeichert. Da erkennt er sogar interessanterweise, dass es auch eine Message ist. Brauchen wir jetzt nicht, aber da könnten wir dann zum Beispiel direkt wieder eine Reaktion hinzufügen. Also doch, wir können das machen. Message. Und können einfach mal jetzt hier eine Reaktion hinzufügen. Das machen wir auch wieder mit await. Message.addReaction. Und jetzt können wir auch einfach nochmal hier den Zahn hier reinkopieren. Können wir auch den Zahn da direkt wieder hinzufügen. So, das war's im Grunde eigentlich schon. Jetzt können wir den Bot mal starten und gucken, ob wir Fehler gemacht haben oder ob wir alles hinbekommen haben. Bot sagt erstmal erst online. Wir gehen hier rein, entfernen jetzt erstmal unser Emoji. Jetzt werden wir das Zahn-Emoji hinzufügen. Das heißt, wir gehen hier rein. Zahn. Nö, mag er nicht. Dann haben wir jetzt erstmal ein Problem. Jetzt gucken wir uns nochmal das an. Und zwar haben wir noch ein Feld Name. Dementsprechend werden wir jetzt einfach mal das Feld Name abfragen. Inzwischen habe ich es schon so oft benutzt, dass er hier sogar nutzt. Und jetzt sagt er uns auch, du hast den Zahn gezogen und fügt den Zahn hinzu. Das heißt, wir haben es endlich geschafft. Genau, also es war payload.emoji.name. Damit können wir jetzt direkt auf unseren Emoji zugreifen. Allerdings dann immer noch mit dem richtigen UTF-8-Emoji. Jetzt können wir hier die ganzen Debugs wieder entfernen, um zu gucken, was es war. So, und jetzt haben wir unsere eigenen ersten coolen Reaction geschaffen. Und ich würde sagen, machen wir noch einfach ganz schnell dasselbe mit einer Rolle, dass der Bot uns jetzt eine Rolle hinzufügen kann. Denn wir haben es ja schon Rollenverteilung genannt. Und dafür gehen wir in die Servereinstellungen, Rollen und machen eine neue Rolle, die wir jetzt Zahn nennen. Machen wir einfach mal blau. In der nehmen wir alle Rollenberechtigungen weg, denn das soll jetzt erstmal nur eine Anzeigerolle sein und sagen aber, sie darf rechts angezeigt werden. So, das heißt, alle, die Rolle Zahn haben, kann ich es mal kurz geben, werden hier oben extra als Zahn angezeigt. So. Auch diese Rolle hat eine ID. Das heißt, wir können jetzt hier Rechtsklick drauf machen, ID kopieren und kopieren uns die ID. Jetzt sagen wir einfach, okay, bevor wir hier dem das Ganze senden, dazu brauchen wir auch den Channel nicht, das heißt, wir gehen hier mal drüber, wollen wir dem User jetzt diese Rolle setzen. Und dafür holen wir uns erstmal die Rolle. Send Discord.role ist gleich guild.getRole und die Rollen-ID. Und jetzt machen wir await payload.member. add-roles. Wichtig hier das S, also wir können hier theoretisch mehrere hinzufügen und machen jetzt hier einfach role. Und das Ganze können wir jetzt auch noch begründen, das heißt, wir können jetzt hier auch noch reason machen und sagen Zuweisung. Dann steht im audit log auch, dass das eine Zuweisung war. So, jetzt können wir das einmal neu starten und überprüfen, ob das kleine Ding hier geklappt hat oder ob wir uns da jetzt komplett reingeritten haben. Das löschen wir einmal, das tun wir da wegmachen und tun dann einen Zahn hinzufügen. Bäm, und wir haben die Rolle Zahn bekommen und der Bot antwortet mit, du hast den Zahn gezogen. Ju, würde sagen, das war es jetzt auch dann mit dem zweiten Video. Wir sind schon wieder viel zu lange dran und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge werden wir uns um Cogs und Classes und Commands und alles kümmern. Wird ein Riesenthema. Vielleicht machen wir das auch dann in mehrere Folgen, weil es einfach zu viel ist. Aber bis dahin würde ich sagen, viel Spaß beim Nachprogrammieren und ciao.